Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem wahnsinnigen Geschnetzel. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich gleich wieder überfallen werde. Wo geht's denn da lang? Kann ich wohl noch nicht, oder? Aber es hinterlässt teilweise die Schnitte, ne? Es hinterlässt teilweise die Schnitte, Elektro-Tüte. Für alle, die Gran Gonzales nicht kennen, war es eine kleine Erinnerung an ihren Song, den sie gemacht haben. Ja, jede Menge zum Plündern. Immer her damit. Mal kurz schauen, nachgeladen ist. Ui, wie hier die Sonne reinbröselt. Nice. Ich könnte mal wieder so ein... Ach, durch das... Ah, nee. Dachte gerade schon, ich käme jetzt durch das Haus auf die andere Seite, aber vielleicht nicht nach oben gehe. Weg mit dir! Sieht schön aus. Und auch mit dem einfallenden Sonnenlicht. Ah, da komme ich gar nicht hoch. Wie, ich komme da gar nicht hoch. Muss ich schauen, wo ich... Muss ich wieder zur gleichen Tür raus, wie ich rein bin? Sieht zumindest mal danach aus. Hier ist schon wieder so ein Tor. Ja, das bringt mir aber alles gar nichts. Ach, da kann ich rein. Mal zur Abwechslung. Ah, mein Laser Pointer. Glas kann man ja nicht mal kaputt schießen. Ich gehe mal kurz nach oben. Mal schauen, was oben ist. Ja, komm schon. Da gäbe es nochmal ein Medikit. Jede Menge Geld. 2,96 habe ich mittlerweile. Könnte ich mir eigentlich wieder was kaufen? Schau mal ganz kurz. Oh, und ich habe sogar Wissen. Richtiges Zielen ist der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Erhöht den Schaden an einfachen Dämonen um 10%. Kopfjäger, es ist eins, die Waffe deines Feindes einzusetzen. Etwas anderes ist es, dein Feindes Waffe einzusetzen. Lernen, wie man Dämonenschädel verwendet. Cool. Auch der mächtigste Dämon kann von einem geschickten Jäger zur Strecke gebracht werden. Erhöhe den Schaden an höheren Dämonen um 10%. Bewegung. Nee, Glück. Bewaffnung. Du siehst nur selten kleinere Objekte, du findest 10% mehr Munition. Naja, nee. Das heißt, der Engel des Körpers werde vom Dämon des Herzens gepeinigt. Es hilft, wenn man weiß, wie man die Dämonenherzen verwendet. Die Chance, Dämonenherzen zu finden, ist um 50% erhöht. Nee. Meister dieser Techniken feinden. Oh. Volle Bewaffnung. Ich nehme jetzt mal das hier. Und alles noch nicht verfügbar. Nee, den will ich nicht aufpimpen. Angepasster Lauf. Dieser Lauf ist speziell für vernichtende Rollen.
Spitzgeschosse mit 25% mehr Schaden. Och, warum denn nicht? Jetzt ist die Frage, kostet... Das geht nicht. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Weil ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld habe. Ja, 1090. Na gut. Okay. Ich kann nicht übers Dach raus. Schade. Hätte das sein können, dass sich irgendwas auf dem Dach verbirgt. Was haben wir denn hier? Hier sieht es aber auch ganz schön übel aus. Bei mir krabbelt hier gerade irgendwas rum, was ich eigentlich gar nicht hier rumkrabbeln haben will. Na wunderbar. Okay. Es geht weiter. Oh, da hinten ist was. Naja, das ist das, was wir von draußen gesehen haben. Huch, da geht's rein. Lichter aus. Geld. Ist nichts atemberaubendes. Hier ist so ruhig. Das gefällt mir nicht. Hier ist so komisch ruhig. Ja. Attacke! Yeah! Ui! Ui! Ich muss mal ganz dringend hier weg. Was? Wie? Wo? Jetzt kommt sie schon von dieser Seite. Ja, ihr könnt gegen die Wände springen. Ich nehme euch alles ab, alle Körper wieder. Bam! Jutta! Wow, wow, wow. 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 What the? Oh. So go boom. Let's go boom. So. Ein halbes Sterne. Ja. War mal wieder. Hey, ich hab da. Hab ich gerade eine Stimme gehört? Ja. Da liegt ein Körperteil. La. Jetzt, da ist doch jemand. Sorry, ich wollte nicht stören. Das Glück liebt die, welche den Dreisten die dreisten Fresse polieren. Ah, ja. Hey, Sweetie. Sweetie. Darf ich zu dir rein? Alter. Lalalala. Die Fresse. Jetzt komme ich gleich wirklich zu dir in den Kübel zurück. Und dann singst du nicht mehr. Lalalala. Huch, der versperrt mir, glaube ich, den Weg. Ah, ich muss ja auch hier rein. Und zunichte gemacht. Ein bisschen Geld und zack. Bam. Gehen wir da gleich direkt die Einzelteile gegenfliegen. Oh, ein Speicherpunkt.
Schade, dass ich die hier nicht verwenden kann. Mit so einem lahmen Zweirad durch die Gegend düsen, das ist sicherlich auch nicht schlecht. Ich wappne mich, ich werde wieder erneut angegriffen. Ja, und das nicht zu knapp. Einmal durch die Runde. Nie was, neuer Kopf. Nix da. Und einmal durch die Runde. Da hat sich einer. Nein, der ist auch weg. Und einmal durch die Mitte und einmal von der Seite. Bleibst du liegen? Da liegt doch was. Achso, ich wie war das nochmal? Ich muss ja gucken. Egal. Nach der Folge werde ich nach dem Fisuhen das Vieh mal aus meiner Wohnung rausschmeißen. Das geht ja mal gar nicht. Da kann ich nicht rein. Da oben blinkt was, aber... ja. Ich schau mal ganz kurz, was es hier drin gibt. Dönerbude von irgendjemandem. Ich weiß es nicht genau. Auch keine Dönerbude. Hier mal die Scheinwerfer an. Fairly, but we're closer to my house. I need to pick something up. We are in a hurry, you moron. You brought us to your house. Yeah. Oh. Kann ich, glaube ich, nicht entlang. Was macht denn der hier? Nur Wangis King. Sayonara. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal darüber. Kann ich mal die Funzel wieder ausmachen? Oh. Er stirbt! Der Höllengezicht! Nachladen! Und das war's dann. Oder auch nicht. Der kriegt noch am Boden rum. Der steht auch gleich nicht mehr. Da komme ich nicht hoch. So, und wie geht's nun weiter? Ich müsste doch da. Verstehe. Fetzer! Neuer Erfolg! Ich muss das da runter. Du gehst jetzt mal ganz schön weg hier. Das Problem ist, die da oben, die kriege ich nicht. Außer. Mit meinen Schultern. Spam. Oder. In die Luft. Yep. Da sind ja noch mehr. Bam. Bam. Bam.
durch die Mitte. Müssen wir hier weg. Nochmal eine Runde heilen. Schon besser. Ich kann ja noch nicht raus, nein. Na gut, dann müssen wir es erledigen. Das war's dann. Oh, 4! Hibi! Ich bin so stolz auf mich. Bin ich denn hier in was in einem Drecksloch? Nein!